machen Sie hier? Los, Klaus! Verzeihung, ich, Hey! Was wollen Sie denn hier? Sir, Verzeihung, also... Haben Sie das nicht Stirnschild nicht gesehen? Doch, Sir, ich lasse das einfach hier stehen. Ja, okay. Verzeihung. Verschwinden Sie! Weh. Du Süße. Fürchte! Bitte! Ich fürchte, dass du dir kaum vorstellen kannst. Du kannst dir wohl kaum vorstellen, was echter Schmerz ist. Nein, bitte! Bitte, ich flehe dich an. Tu das nicht nochmal, bitte! Sir, aufmachen! Es ist dringend! Was denn jetzt? Was? Sir, also. Was? Ich hab keine Zeit. Was ist denn? Sir, Sie müssen umziehen. Was? Wieso? Weil Sie für ein Zimmer mit Balkon bezahlt haben und ich hab's vermasselt. Also. Wir brauchen keinen Balkon. Sir, der Komfort unserer Gäste ist uns wichtig. Ach, was soll das denn? Lassen Sie die Sachen stehen! Hey! Ma'am. Wieso tun Sie das? Au! Du Mistkerl! Ich zerquetsch dich wie eine Kakerlake! Verzeihung, was geht hier vor? Oh, gibt es ein Problem, Sir? Ja! Dieser Idiot will, dass wir in ein anderes Zimmer ziehen! Mitten in der Nacht, völlig grundlos! Verzeihen Sie vielmals, Sir! Sind Sie verrückt geworden? Stellen Sie die Sachen wieder zurück! Aber, Sir, Sie verstehen nicht. Er ist pervers. Was? Er hat Sie misshandelt. Ich habe alles gesehen. Ich habe Sie beobachtet. Sie haben was? Und, Sir, halt! Bitte, halt! Also, Sie werden niemals... Verstehen Sie? Sie werden niemals... Na, was denn? Verstehen Sie? Sie werden niemals... Was? Einen Cent zahlen. Alles ist umsonst für Sie und Ihre Frau in der Präsidentensuite. Aber wir müssen ihn aufhalten. Und Sie sind nicht bloß gefeuert. Ich sorge dafür, dass Sie nie wieder einen Job finden werden. Jetzt raus hier! Raus! Es tut mir so leid, ja, Sir. Ja, ja. Was ist mit der Präsidenten-Suite, die Sie erwähnten? Ja, ja, ja. Lassen Sie sich Zeit, Sir. Ich werde vor der Tür warten, ja. Danke. Hast du gehört, Schatz? Wir kriegen ein Upgrade zur Präsidenten-Suite. Also pack dein Zeug, meine First Lady. Es geht jetzt los. Dieses Hotel wurde schon 1085 erbaut. Ja, ja. Erzählen Sie mir noch von der Präsidenten-Suite. Ja, und 7 unserer Präsidenten haben bereits in diesen Räumen gewohnt. Kommen Sie mit. Was? Nein, ich kann nicht. Ich bitte Sie. Ich sagte doch, ich kann. Marion! Jetzt mach schon! Was jetzt? Ich habe nichts zu verlieren. Passen Sie auf! Was soll das denn hier werden? Hey! Los! Wo willst du hin? Was? Wo willst du hin? Nein! Wo willst du hin? Oh, kommen Sie. Wieso? Wieso haben Sie das nur getan? Sie werden uns ganz sicher finden. Was haben Sie sich dabei gedacht? Vielleicht finden Sie uns, aber ich musste doch etwas tun, um Sie zu retten vor diesem Pervers. Pervers? Sie haben sich doch das Video angesehen. Wieso? Wieso denn wohl? Wieso? Bitte, Ma'am, zwingen Sie mich nicht zu sagen, was ich vorhatte. Oh, das ist abartig. Gefällt Ihnen das wirklich so sehr, verheiratete Paare zu beobachten? Nein, tut es nicht. Ich mag in Wirklichkeit... Mich? Oh. Okay, Hören Sie. Wenn Sie eine Frau wirklich mögen, müssen Sie sie nicht durch eine Kamera beobachten. Stattdessen gehen Sie auf sie zu und gestehen ihr ihre Gefühle ganz persönlich. Und wissen Sie wieso?
Wieso? Nur dann haben sie die Chance auf einen viel größeren Preis. Es war das Adrenalin. Tut mir leid. Es ist nicht das Adrenalin. Es war unglaublich. Ich lieb dich so sehr. Kleiner, du liebst mich nicht. Es waren nur 4 Minuten der... So kurz? 4 Minuten der Leidenschaft. Mit einem Mann wie dir ist Liebe unausweichlich. Also, was tun wir jetzt? Süßer, da gibt's kein Wir. Du musst hier rauskommen, so schnell wie möglich. Wie? Aber was ist mit dir? Ich gehe zurück zu meinem Mann. Nein, nein, ich lass dich nicht zurück zu diesem Schwein. Du verstehst das nicht. Für mich wird es ja nichts schlimmer. Aber wenn du länger wartest, kriegst du Probleme mit der Polizei. Ja. Du hast recht. Dankeschön. Für diese wundervollen 4 Minuten der Liebe. Ich hab dich so sehr vermisst, Süße. Du weißt, dass du von mir nicht wegkommst, richtig? Hatte ich gar nicht vor. Was soll das denn hier werden? Sie sind verhaftet. Wegen häuslicher Gewalt. Gegen ihre Frau. Was? Wo haben Sie das denn jetzt her? Ich hab's erzählt. Sie? Kommen Sie, Officer. Sie können doch wohl nicht ernsthaft dieser schmierigen, kleinen Jungfrau glauben. Wieso? Ich hab Videobeweise. Was? Bitte, bitte. Bitte! Was echter Schmerz. Bitte! Was echter Schmerz wirklich ist. Ich flehe dich an, hör auf! Und ich bin keine Jungfrau mehr. Ich habe mit ihrer Frau geschlafen. Du! Mit dem? Oh, komm schon! Du bist offiziell eine Milf! Ma'am. Ich hatte recht mit dir. Manche Frauen machen Männer verrückt, während andere ihre Leidenschaft entzünden. Und es gibt eine ganz besondere Art Frau, die einem helfen kann, ein echter Mann zu werden.